ganz herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den März. Ja, mein März-Lesemonat ist leider nicht so gut ausgefallen wie jetzt der aus dem Januar oder Februar. Aber trotzdem habe ich ganze 5 Titel gelesen, die ich euch jetzt vorstellen kann. Es waren gute Titel dabei, die mir wirklich im März Freude bereitet haben. Deswegen, ja, freue ich mich jetzt, dass ich euch diese Titel jetzt zeigen kann. Und ich würde sagen, wir starten wie immer jetzt los mit meinem E-Book, was ich gelesen habe. Ihr habt es wahrscheinlich in meinem Neuzugänge-Video schon gesehen. Ich habe bis da auch schon ein bisschen geschwärmt. Aber jetzt tun wir es mal richtig. Ich habe nämlich als allererstes von K.K. Summer Der Hutmacher der Königin gelesen. Das Ganze wurde geschrieben von der lieben Katja Love Books. Ihr kennt sie wahrscheinlich und ihren Kanal. Sie ist ja jetzt zur Autorin geworden und hat halt dieses Buch rausgebracht. Ich habe das damals auf Instagram entdeckt und auf jeden Fall war ich schon so fasziniert von dieser Geschichte. Das Ganze gibt es übrigens auf Kindle Unlimited, heißt das so? Ich meine schon. Und wenn ihr das zufällig auch habt, kriegt ihr das Ganze da umsonst, könnt es euch ausleihen. Es ist es auf jeden Fall wert und ansonsten ist es auch, glaube ich, nicht so teuer. Und ihr könnt damit nichts falsch machen. Und für jeden Fan von Alice im Wunderland ist es auf jeden Fall ein Muss. Es erzählt nämlich die Geschichte rund um den Hutmacher, wie er halt zum verrückten Hutmacher geworden ist. Er ist nämlich damals der normale Hutmacher der Roten Königin gewesen. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht so viel zum Inhalt sagen. Ihr müsst wirklich einiges selber entdecken. Ich muss sagen, dass ich wirklich von Anfang an diese Geschichte geliebt habe. Ich finde, dass es auch so mehr den Film von Alice im Wunderland ähnelt. Ich mag ja sowieso die Romanvorlage von Alice im Wunderland nicht so. Ich fand es toll, wie Katja das Ganze gestaltet hat. Ich mochte so, dass man die ganzen Charaktere aus dem Wunderland wiederentdeckt hat. Man trifft hier zwar nicht auf Alice, meine ich. Ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen. Aber trotzdem hat man hier zum Beispiel die Grinsekatze, Dideldum und Dideldei und ja, den Hutmacher, der, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie er heißt. Maddox hieß er, glaube ich. Maddox Head oder irgendwie sowas. Er hatte also eine ganz eigene Persönlichkeit. Er war einfach ein normaler Mensch, nicht so wie wir Johnny Depp aus dem Film kennen. Die Königin ist natürlich die Königin, da kann man nichts dran ändern. Aber trotzdem, es gab dann auch so neue Charaktere, die mir gut gefallen haben. Es war einfach so ein tolles Setting, es war so toll gestaltet, dass es dann wirklich 5 von 5 Sterne von mir bekommen hat. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Also für jeden Alice-Fan ein Muss. Das Ganze gibt es auch als Taschenbuch, da könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, denn wie gesagt, es war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Ich glaube, das war sogar mein Monats-Highlight. Katja, du hast wirklich saubere Arbeit geleistet. Ich habe es wirklich geliebt. So, machen wir weiter mit 2 Büchern einer Reihe. Die habe ich euch auch schon in meinem Neuzugänge-Video jetzt angeteasert. Oder ich weiß gar nicht, was vorher kommt, mein Neuzugänge-Video oder dieses Video. Wenn, dann teaser ich es jetzt auch an dieser Stelle nochmal an. Ich habe mir nämlich extra diese beiden Bücher rausgesucht. Ich wollte sie nämlich vor der Buchmesse gelesen haben. Ich habe nämlich auf der Buchmesse den Autor getroffen und hatte halt den dritten Band zum Signieren dabei. Es dreht sich nämlich einmal um Tiefe Narbe von Arno Strobel im Kopf des Mörders. Das ist ja seine Trilogie. Und als nächstes habe ich auch noch Kalte Angst. Das Ganze ist der zweite Band. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal beim ersten Band an. Der war nämlich auch unglaublich spannend. Diese Reihe wird ja so ein bisschen angezweifelt. Ich verstehe ja gar nicht warum. Also ich fand sie mega, mega spannend. Ich habe wirklich den ersten Band, ich glaube, sonntags angefangen, hat ihn Montag beendet. Oder ich glaube, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich ihn, glaube ich, am einen Tag weggelesen. Eine super geniale Trilogie. Auch der Inhalt war mega spannend. Es geht nämlich darum, dass ein Mann in ein Polizeirevier reinkommt und er ist völlig blutüberströmt. Er kann sich an nichts erinnern, was letzte Nacht passiert ist. Und das Einzige, was er weiß, ist, dass Blut, das auf seinen ganzen Körper verteilt ist, nicht sein eigenes ist. Und unser Kommissar, ich glaube, er heißt Bugs Bischoff, genau, der nimmt sich halt diesen Fall an und das Ganze wird dann nachher auch sehr persönlich für ihn. Und ja, wie das Ganze zusammenhängt, müsst ihr selber lesen. Ich fand es einfach mega, mega spannend. Ich habe es wirklich innerhalb von einem oder anderthalben Tagen durchgesuchtet. Ein mega geniales Buch, hat von mir, glaube ich, 5 Sterne bekommen. Und Arno Strobel ist ja so mit Fitzek auf einer Ebene für mich. Also er schreibt auch die
Kapitel so spannend, dass man es einfach nicht mehr weglegen kann. Und deswegen habe ich auch direkt am zweiten Tag dann halt Kalte Angst gelesen. Das Ganze ist, wie gesagt, der zweite Band. Hier geht es dann halt um einen neuen Fall. Es geht dabei, glaube ich, um einen Mann, der eine Fliegenmaske trägt und pro Familie halt immer nur eine Person am Leben lässt. Ja, und diesen Fall nimmt sich halt auch Max Bischoff an. Und wie das Ganze ausgeht, müsst ihr natürlich auch selber lesen. Ich fand den zweiten Band zumindest genauso gut wie den ersten. Viele fanden den ja nicht mehr so gut. Aber trotzdem auch ein mega geniales Buch. Ich freue mich jetzt schon auf den Abschluss der Trilogie. Den habe ich ja jetzt auch schon hier. Und möchte ihn jetzt auch demnächst dann bald mal angehen. Oder halt jetzt in der nächsten Zeit. Bin auf jeden Fall schon mega gespannt drauf. Und diese beiden Bücher kann ich euch schon mal mega empfehlen. Yay! So, und jetzt habe ich noch zwei Titel. Zum einen habe ich nämlich schon wieder eine Trilogie begonnen. Der dritte und finale Band ist jetzt vor kurzer Zeit erschienen. Und zwar geht es von C.C. Stevens um die Rush Trilogie, heißt sie so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich den ersten Band schon mal gut. Ich habe jetzt noch nicht den zweiten Band angefangen, den fand ich gut. Es hat hier so mal was ganz außergewöhnlich, ein besonderes Setting. Es geht hier nämlich um... Mackenzie. Es geht um Mackenzie und die ist durch ihren Vater wahnsinnig angenommen von dem Motorradsport. Sie hat ihr eigenes Motorrad und ja, ihr Vater hat ihr halt diese Sportart sehr schmackhaft gemacht. Und eines Tages durch einen Zufall trifft sie dann... Harden? Harden? Die heißen jetzt alle Harden die in Büchern, genau wie bei der von Anna Totti Bücher. Die heißen alle jetzt Harden. Und Harden ist eigentlich so der Erzfeind ihrer Familie und eigentlich darf sie ihn nicht lieben, aber natürlich kann sie ihm nicht widerstehen. Ihr kennt ja das Spiel. Auf jeden Fall hat mir das Buch gut gefallen. Das Ganze ist ja von der Autorin von Swordless geschrieben. Swordless habe ich noch nicht gelesen. Werde ich nach dieser Reihe auf jeden Fall tun, denn mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Hat von mir, glaube ich, 3 Sterne bekommen und ja, ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band und bin gespannt, was der mir so liefern wird. Und dann wird natürlich noch der dritte folgen. Dann kriegt ihr auch noch eine Reihenvorstellung, denn den dritten Band habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. So, und jetzt sehe ich schon wieder, dass meine Kamera nur einen Strich hat. Das ist in letzter Zeit immer öfter. Aber wir sind auch schon bei meinem letzten Buch angelangt. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelesen, aber ich bin über die Hälfte. Das heißt, ich zähle es mal in diesem Lesemonat. Ich habe nämlich bei der Lesegruppe von der lieben Seitenraupe die Wahrheit über den Fall Harry Kubert gelesen. Seht mal, ich bin wirklich schon über die Hälfte, deswegen zähle ich es jetzt einfach mal in diesem Lesemonat. Und Leute, ich bin so begeistert von diesem Buch. Eigentlich wollte ich es mal lesen, dann wieder nicht, weil ich gedacht habe, dass das ein historischer Roman ist. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt getan habe, dass wir dieses Buch hier ausgewählt haben und... Es ist so spannend. Es geht ja hier um Harry Kubert, der ein Schriftsteller ist und sein Freund, den er damals halt auch so zum Schreiben angeregt hat, besucht ihn eines Tages. Und bei Harry ist es jetzt aber im Moment so, dass er wegen Mordes an einer Frau oder einem Kind, kann man sagen, verurteilt wurde und sein Freund... möchte ihn jetzt halt aus der Patsche helfen und ermittelt halt in diesem Fall, ob Harry jetzt was damit zu tun hat oder halt nicht. Er glaubt natürlich an seine Unschuld, denn Harry ist ein sehr besonderer, netter, guter Mann. Ja, und zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wie es ausgeht, aber vielleicht weiß es ja auch schon, wenn ihr dieses Video seht, habe ich es wahrscheinlich schon beendet und ich bin wirklich schon so, ja, man kann sagen, in den letzten Zügen. Ja, Leute, das war mein Lesemonat. Er ist doch ganz gut ausgefallen, würde ich sagen. 5 Bücher sind okay. Es ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Ja, mir haben alle Bücher sehr, sehr gut gefallen. Von daher kann ich nicht meckern. Habt ihr Bücher da übrigens schon von gelesen? Dann schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr Bücher davon schon oder lesen wollt, schreibt mir das auch mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall vergesst den Daumen nach oben nicht. Und da wir ganz, ganz kurz vor den 400 Abonnenten stehen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonniert mich doch gern, das würde mich mega freuen. Denn wir sind wirklich bei, ja, ich würde sagen fast bei 400 Abonnenten. Das würde mich mega freuen, wenn wir dieses Ziel schaffen.
Und ja, bevor jetzt mein Akku jetzt gleich wieder den Geist ausgibt, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!